Top 10 heute, die 10 grausamsten Geheimpolizeien. Nummer 10, die Stasi, damals in Ostdeutschland. Eine ihrer Methoden war die sogenannte Zersetzung, eine psychologische Verfolgungspraxis, die viele ihrer Opfer noch bis heute nachhaltig geschädigt hat. Sie brachen in Häuser ein, machten dort Chaos oder übten extremen psychologischen Druck aus. Nummer 9, die ESA in Griechenland. Die hatten übrigens nichts mit der European Space Agency zu tun. Sie spielten gerne mal Aufnahmen von inhaftierten schreienden Frauen oder weinenden Kindern ab. Ein Opfer berichtete, dass sie ihm eine Nadel in seinen Penis hochgestochen haben. Schrecklich! Weiter zu 8. Die 5. polizeiliche Sicherheitseinheit auf den Philippinen. Hier berichteten Opfer von einer Genital-Elektroschock-Hinrichtung und einige mussten vom Menschen hinterlassenen Abfall essen. Tote Körper wurden in der Öffentlichkeit entsorgt als Abschreckungsmaßnahme. Überlebende wurden Jahre später von der Regierung mit $1000 entschädigt. Nummer 7. Die geheime Staatspolizei im Zweiten Weltkrieg, kurz Gestapo. Hier wurden brutalste Methoden angewandt, wie das Herausreißen von Fingernägeln und Zähnen oder das Zerdrücken von Hoden in so einer Schraubzwinge. Jean Moulin von der französischen Résistance haben sie Knöchel durch das Zuschlagen einer Tür gebrochen und es gab Handschellen, die Handgelenke brachen. Nummer 6. SAVAK im Iran. Gegründet 1957 mit Unterstützung der CIA, mit Foltermethoden wie Säure in die Nasenlöcher schütten oder Vieh in den Rektum stoßen. Religiöse Anführer wurden angeblich auch nackt ausgezogen und wurden zu einem Lapdance mit Prostituierten gezwungen. Nummer 5. MVSN Haiti, die nationale Sicherheitsmiliz aus Freiwilligen. Sie haben 60.000 Menschen getötet, viele davon, indem sie sie gesteinigt oder lebendig verbrannt haben. Ihr Anführer Lackner Cambron verkaufte damals die Körper und Blut der Opfer an die USA. Insgesamt um die 6.000 Liter Blutplasma im Monat. Schrecklich. Nummer 4, die nordkoreanische Staatssicherheit. Die Geheimpolizei betreibt mehrere Gefangenenlager mit insgesamt etwa 200.000 Insassen. 40% sterben wegen Unterernährung. Auf Essen klauen steht die Todesstrafe. Einige essen Ameisen und Gras, um zu überleben. Nummer 3, das damalige NKWD der Sowjetunion. Dieses Volkskommissariat für innere Angelegenheiten hat in den 1930ern während der großen Säuberung durch Josef Stalin um die 1000 Menschen am Tag hingerichtet. Sie haben sogar die Tochter eines Gefangenen vor seinen Augen vergewaltigt, damit er ein falsches Geständnis unterzeichnet. Die 2, Diener in Chile. Das war die chilenische Geheimpolizei in den 1970ern. Sie brachen die Beine von Gefangenen, indem sie mit LKWs drüber fuhren. Andere ertränkten sie in Abwasserbehältern. Weibliche Inhaftierte wurden unter anderem zum Sex mit Hunden gezwungen. Und die Nummer 1, Santebal in Kambodscha. Die Geheimpolizei der Roten Khmer betrieb S21, ein geheimes Gefängnis, in dem nur 12 von insgesamt 17.000 Inhaftierten überlebten. Problematische Gefangene wurden lebendig enthäutet, anderen wurde das komplette Blut einfach abgepumpt und bei Babys wurde der Kopf gegen die Wand geschlagen. Einfach unfassbar, was da in den 1970ern in Kambodscha sich für ein unfassbarer, grausamer Völkermord zugetragen hat. Da ist die S21 nur eines von vielen schrecklichen Vorfällen. Hier links gibt es das Video 10 weltverändernde Proteste. Rechts kannst du dieses Video auf Facebook teilen. Darunter alle Social Media Links von Top 10. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.